Ja, grüße dich. Wir haben schon wieder Mittwoch. Das heißt, heute gibt es natürlich auch wieder einen neuen Beweglichkeitsflow. Und heute geht es um den Po, diesen beweglicher zu machen. Warum ist das wichtig? Wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, ist das super, super wichtig, weil oft ist die Faszie, die quasi über den Po-Muskel drüber liegt, ja, total verklebt, in der Beweglichkeit sehr, sehr eingeschränkt. Und das halt in mehreren Ebenen, nicht nur in der dünnsten Schicht, die direkt über dem Muskel drüber liegt, sondern auch noch ein paar Ebenen darüber. Die sind miteinander in der Regel dann verklebt und das führt halt zu Beweglichkeitseinschränkungen und das erhöht zum Beispiel den Druck auf deinen unteren Rücken und kann halt dafür sorgen, dass die sogenannte Lumbalfaszie ja immer dicker wird und dementsprechend dann auch die Beweglichkeit noch zusätzlich mehr einschränkt und somit die Wirbelkörper ja sehr einseitig belastet werden und somit auch deine Bandscheibe sehr einseitig belastet wird und das kann halt auf Dauer auch einen Bandscheibenvorfall auslösen und deswegen ist es wichtig, den Po quasi schön zu lockern, gerade auch wenn du den ganzen Tag da drauf sitzt, dann ist der auch sehr oft verspannt dadurch, ja, und deswegen halt wichtig, diesen dann zu lösen. Und dafür zeige ich dir heute auch wieder eine sehr gute Übung. Du merkst auch da sofort wieder den Unterschied. Probier es direkt aus. Wie gesagt, das dauert ja nur eine Minute und dann bist du ja auch direkt fertig. Ja? Ich zeige es dir erst einmal und leite dich erst einmal an. Ich versuche das mal aus mehreren Perspektiven dir zu zeigen, damit du es auch wirklich gut zu Hause umsetzen kannst. Ja? Auch für diese Übung, du brauchst wieder gar keine Hilfsmittel, wie bei allen Übungen, die ich dir zeige. Du kannst sie überall machen, im Urlaub, zu Hause, im Büro, im Hotel, vollkommen egal. Es gibt keine Ausreden mehr. Ja? Okay, dann fangen wir direkt einmal an. Du gehst einmal in den sogenannten Vierfüßlerstand. Ja? Das ist diese Position. Jetzt gehst du mit dem rechten Bein über das linke Bein drüber. Ja? Und setzt dein Knie erstmal ab. Jetzt streckst du dein rechtes Bein quasi zur linken Seite nach hinten. Ja? Wichtig dabei aber ist, dass der Oberkörper gerade bleibt, dass du dich nicht mitdrehst. Ja? Damit dann nämlich ein Zug schon auf deinem Po draufkommt. Ja? Und jetzt machst du Folgendes. Du machst jetzt so eine Stechbewegung mit deinem Bein. Du schiebst es quasi schräg nach hinten in die Länge hier. Zack, zack. Den Fußspann setzt du so auf. Ja? Damit dann nämlich noch einen höheren Zug draufkommt. Und jetzt gibst du noch den Impuls quasi so weit hier rum, wie du kommst und schiebst dadurch immer ein bisschen in die Länge und spielst da so ein bisschen. Ich zeige dir das nochmal von einer anderen Perspektive, von der hier. Ja, hier, zack, 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 zack und immer schön atmen. Und dann merkst du hier den Po, dass da richtig Spannung drauf kommt, auch auf der anderen Seite. Und das fühlt sich danach halt richtig, richtig gut an. Du kennst das Spiel. Es geht jetzt eine Minute lang, 30 Sekunden auf der Seite, 30 Sekunden auf der anderen Seite. Ja? Mach direkt mit, damit du es einfach an dir spürst, was das für einen Effekt gibt. Machst du einfach Folgendes, geh einfach mal ein bisschen rum und dann machst du die Übung. Und anschließend gehst du noch ein bisschen rum und dann merkst du, wie sich das einfach anfühlt, dass es einfach richtig gut anfühlt. Ja? Okay, dann bereit machen und Action. Immer schön atmen dabei, wie gesagt, darauf achten, dass der Oberkörper gerade bleibt, nach vorne zeigt und nicht mitkommt. Ja? Und dann hier richtig schön stechen. Und dann gehst du, wie gesagt, hier so weit rum, wie du kommst, ja? So, jetzt einmal wechsel, die andere Seite. Und da kannst du schon mal merken, dass eine Seite immer etwas besser ist. Ich drehe mich nochmal so rum, damit du es auch hier siehst, ja? Also nicht mit rumdrehen. Und immer schön atmen. Na, also die Seite zieht bei mir nicht ganz so doll, die andere hat bei mir ein bisschen mehr gezogen. Das kann bei dir genauso sein. Okay, da ist die Minute schon rum. So schnell geht das hier. Ja? Wie gesagt, Minute ist ja auch eine Minute. Okay, dann würde es mich mal interessieren, wie es dir so jetzt geht. Kommentier das einfach mal, schreib einfach in die Kommentare mal rein,
wie du dich dabei fühlst. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und ja, wenn du Fragen hast zu der Übung oder generell Fragen zu einer Thematik, schreib einfach hier auch einen Kommentar drunter. Ich antworte auf jeden Fall darauf. Und ja, und abonniere diesen Kanal, falls du jetzt durch Zufall hier drauf gestoßen bist. Es bietet dir, oder dieser Kanal bietet dir unglaublichen Mehrwert, weil ich dir Dinge sage, die dir keiner erzählt und vor allem dir Übungen zeige, die du nirgendwo anders bekommst. Ja? Die bekommst du nur hier, weil ich sie selber alle konzipiere und sie gehen nach den Faszienstrukturen, die in deinem Körper langlaufen, die hauptverantwortlich für Schmerzen sind. Und die machen wir hier bei deinen Faszien beweglicher, geschmeidiger, sodass du eine bessere Lebensqualität erhältst. Das ist ja ganz, ganz wichtig für dich, dass du in deinem Alltag merkst, Mann, durch diese Übung von Tobias geht es mir einfach viel, viel besser. Und das wird passieren, weil das erlebe ich ja jeden Tag bei meinen Kunden. Und deswegen nutze diesen Mehrwert, es bietet dir unheimlich viel. Und deswegen abonniere das einfach, ist ja komplett kostenlos für dich und dann verpasst du kein Video. Weil jede Woche gibt es zurzeit 3 Übungen, ja, die, wie gesagt, deine Lebensqualität steigern. Okay, dann wie gesagt, Daumen hoch machen nicht vergessen, Kanal abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Video. Freitag gibt es dann den Weekend Flow. Bis dahin, dein Tobias.